Diese Sendung wird dir präsentiert von Grand Casino Baden und jackpots.ch. Parlez-vous plus mit dem Maximilian Baumann und mit dem Michael Elsener. Es gibt niemanden, der in der ganzen Schweiz so unglaublich gut Personen nachmachen kann, wie er, der jetzt bei Parlez-vous plus vis-à-vis von mir sitzt. Und er ist mitunter ein Grund, warum ich so perfekt versuche zu moderieren, dass er mich eben nicht parodieren kann. Das ist der Michael Elsner. Ciao Max, hoi. Hoi. Hey, danke, dass du Zeit genommen hast. Du bist ja im Moment gerade sehr eine gefragte Person, wie eigentlich immer. Du trittst eigentlich als Comedian auf, aber andererseits bist du auch Parodist, sagen wir das dem so? Ja, du kannst parodierst sagen, Leute. Möchtest, ja. Gerade jetzt, wo die Bundesratswahlen waren, bist du sehr hoch im Kurs, weil jetzt musst du den Beat Jans ja neu parodieren können. Weil du musst eigentlich jede Person, die im öffentlichen Leben ist, irgendwo durch parodieren. Ja, das ist jedes Mal wieder so eine schöne Herausforderung. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu parodieren, habe ich im Fall einfach Leute gemacht, die mir so zugefallen sind. So ein Federer ist mir einfach irgendwie zugefallen. Irgendwann während dem Volleyballspielen war unsere Mannschaft zum Hintertreffen gewesen. Und dann habe ich irgendwann das Spiel angefangen, halt kommentieren, so als, ah, Mensch, ganz klar, oder das ist daneben, oder? Und irgendwann haben einfach die Leute davon lachen und wir konnten dann eigentlich aufholen durch das. Und jetzt, heute ist es schon mehr so, dass ich sehe, so, okay, Bundesratswahlen, mal schauen, Jan Pult, Beat Jans. Ich bin recht froh, jetzt auch rein parodistisch, dass es der Jans ist, weil ich dort schon so ein paar Sachen entdeckt habe, wo ich finde, ja, kann man damit arbeiten. Ich finde aber auch, ich parodiere ihn dann einfach ab dann, wo er wirklich als Bundesrat schon geschafft hat. Weil ich finde, wieso, ich will mit meiner Parodie ja auch einfach Sachen aufzeigen, wo wirklich passiert sind in der Politik. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen im luftleeren Raum. Oder? Und für was parodierst du jetzt den Beat Jans? Also du bist ja nicht täglich auf der Bühne und kannst irgendwo Parodien wiedergeben. Aber du wirst ja, glaube ich, gebucht. Ich meine, beim Alain Berset, an seiner Verabschiedung, bist du mit dem Alain Berset, glaube ich, auf der Bühne gestanden dort im Nationalratssaal. Ja, genau, so eine Jubiläumsveranstaltung war es, genau, mit dem Alain Berset. Das ist sehr, sehr toll gewesen. Und natürlich, ich finde, so, ich glaube, als Comedian, ich bin so ein bisschen unterwegs, oder so ein bisschen, ja, würde ich sagen, so ein bisschen wie ein Schwamm, oder? Ich finde so, ich nehme genau alles auf, was passiert in der Schweiz und auch auf der Welt. Und irgendwie so im entscheidenden Moment muss ich wie so ein bisschen Sachen in meinem Köcher haben, die ich brauchen kann. Und dann ist natürlich praktisch, wenn ich jetzt keine Ahnung, wie die nächsten Abstimmungen rauskommen, wie sich die ganze Asyldebatte in der Schweiz wird bewegen. Und dann ist natürlich, irgendwann ist es wichtig, dass ich den Jans parodieren kann. Ich muss mich noch erinnern, zum Beispiel den Berset konnte ich von Anfang an auch parodieren. Aber es hat mir ehrlich gesagt nichts gebracht, weil auf der Bühne, wenn ich das gemacht habe, es hat einfach niemand geschnallt, wer der Berset ist, über Jahre. Wir haben einfach alle gemeint, das ist ein Welscher. Es ist einfach er ist wie zu wenig eigentlich präsent gewesen. Die Leute haben nicht geschnallt, wie er schnurrt. Und dann sind die ganzen Covid-Pressekonferenzen gekommen. Hey, und ab dann ist es einfach so gewesen, so, wow, ich mache eigentlich die gleiche Stimme, natürlich mit ein bisschen anderen Text, und die Leute lachen sich einen Schranz. Oder ab dem so, ah, sehr geehrte Damen und Herren, es ist sehr wichtig, was ich sage. Ja. Das irgendwie hat schon gelangt, irgendwie in dieser Covid-Zeit. Ja. Ich habe beobachtet, dass bei dir, wie auch bei anderen Parodisten, vor allem auch die Mimik muss in die Person hineinschlüpfen, sonst funktioniert die Aussprache nicht in Form von dieser Person. Das einfachste Beispiel ist der Blocher. Ja. Also, ja, den Apfel und so groß machen. Oder ist das etwas, wo du nebst dem Vokalen auch musst lernen musst? So die Bewegungen? Ja, also ich finde es natürlich einfach auch spannend. Also rein, wenn man jetzt sagt, auch vom Schauspielerischen her, sagen, hey, wie will ich die Figur gestalten, ist die Stimme selber, finde ich, eigentlich fast das Einfachste zu machen. In die Tonlage hineinzukommen. Ich würde sagen, ich bin ein sehr musikalischer Mensch und durch das gelingt mir das eigentlich recht schnell. Oder wenn ich jemanden treffe, dann, wenn ich die Person nachher wieder verlasse, habe ich die Stimmmelodie von dieser Person immer noch im Kopf und das halt wie nah. Aber noch ein Tricky finde ich wirklich so, die Person, sagen wir, zu einer Karikatur werden zu lassen. Also was braucht ein Berset noch dazu an Charaktereigenschaften, die ich grösser mache, als in Realität sind, was mache ich grösser als seiner Gestik und seiner Mimik, dass es dann am Schluss wirklich so eigentlich eine Figur wird. Das ist auch schlussendlich eigentlich eine Kunstfigur auch, wieder, die ich fabriziere. Es ist, wenn du das Original anschaust und meine Parodie, das sind grosse Unterschiede zwischen eigentlich, aber es sind wie, sagen wir, wenn die Parodie gut funktioniert, dann finde ich, habe ich meinen Job gut gemacht, dass ich die auf die richtigen Sachen gesetzt habe. Wann hat
dein Weg in Richtung Comedy gestartet? Direkt nach der Schule? Oder was ist dort nach der Schule? Nein, eigentlich während der Schule. Also bei uns hat es so eine, bei uns hat es an der Kante Zug eine Talentshow gegeben. Und ich habe eigentlich vorher schon angefangen, mit einem Kollegen zusammen haben wir so kurze Videos gedreht und haben die einfach so im Klassenlager gezeigt. Und unsere Klasse hat die Videos irgendwie sehr toll gefunden, weil wir so Lehrer parodieren und so. Und haben uns dann angemeldet an die Talentshow. Und dann haben wir einen Sketch vorbereitet. Er war so sehr grossgewachsener, schon sehr weit in der Pubertät. Ich war wirklich noch der Bub. Und es hat irgendwie schon ein tolles Gefälle zwischen uns. Dann haben wir so einen Talk vorbereitet. Und ich mag mich noch erinnern, so, ich glaube, es war 4 Tage vor dieser Show, vor dieser Talentshow, kommt mein Kollege auf mich zu und sagt so, hey, du mich im Fall jetzt dort auftreten, das ist im Fall nicht meins. Ich möchte das nicht machen. Der Kollege? Ja. Hat gefunden, nein. Hat die voll sitzen lassen? Er hat gesagt, ich meine, die ganze Schule hockt dort, also 1500 Leute sind dort. Nein, ist im Fall, ich möchte das nicht machen. Und ich bin dort, was war es, 14, 13, 14, mir ist wirklich so, einfach so eine Welt so zusammengefallen. Ich bin wirklich nach Hause, habe gekühlt. Ich dachte so, hey, nein, einfach so, was bringt mir die Schule, wenn ich nicht kann das machen kann, was ich wirklich möchte machen. Ich war zerstört und bin dann irgendwo aufs Bett gesessen, weiss ich noch, und habe einfach irgendwie so, ich einfach alles aufschreiben, was mich nervt an dieser Schule. Also wie das Sekretariat uns SchülerInnen behandelt, wie das Mensa-Essen ist, wie der Rektor drauf ist und alles. Alles abgeschrieben und habe dann irgendwie eine Art mein erstes Stand-up, in Anführungs- und Schlusszeichen, fabriziert und bin dann am Freitag auf die Bühne rausgelaufen. Habe mich wirklich, also der Moment, das ist noch tief in einfach so abgespeichert, so die, auch die Angst. Also ich komme dort raus und wirklich... Das ist schon etwas anderes, allein oder das Zweite? Ja, also stell dir vor, der 14-Jährige mit Zahnspangen, ohne Stimmbruch und einfach ein Saal voll, schlussendlich ja, pubertierender Menschen. Mhm. Und ich spüre das heute noch, die Energie von dem, was drinnen war. So, die Leute sehen und finden so, okay, come on, look, also den machen wir fertig, den bauen wir raus. Oder? Also, und ich bin rausgekommen und ich habe das irgendwie gespürt und habe dann angefangen, mit dem Rektor, der ist in der ersten Reihe gesessen und war Jurypräsident, so ein bisschen recht ein Schweizer, und hat Spanisch unterrichtet. Und ich habe ihn dann einfach so parodiert, wie er so hemdsärmeliges Schweizer Spanisch unterrichtet. Und das ist so der absolute Door-Opener gewesen. Das, glaube ich, die Leute gefunden, so, was der Rektor da, er parodiert ihn und ich glaube, es hat gestummen, wie ich ihn gemacht habe. Und ab dort ist so gewesen, so, wuscht, sind so die 10 Minuten sind wie so geflogen. Das ist so mein Erweckungserlebnis auf der Bühne, das erste Mal spüren, wow, so könnte es sein. Da fand ich, will das machen. Also der Moment, wo wir alle kennen, wo auf der Bühne stehen, wo die Moderation oder die Show so gut läuft, dass du das Gefühl hast, eine halbe Stunde ist eine Minute. So. Ja, es passiert irgendwie mega viel mit dem Publikum und es ist alles anders als im Proberaum. Es ist irgendwie, schlussendlich ist es wie so, die Wirkung und Gefühl, so Momente sind, das kennst du auch, eigentlich wird man dann besser wahrgenommen, als man eigentlich ist. Also ja. Ich finde, es ist so, irgendetwas passiert in diesem Raum. Ja, man kann sich das gar nicht erklären, das ist nur lustig. Ja. Und wann ist dann so der Moment gekommen, wo du gesagt hast, hey, jetzt versuche ich das mal wirklich auf eine Bühne mit zahlenden Gästen zu bringen? Hey, im Fall, das ist schon noch eine Zeit gegangen. An der Kante habe ich einfach dann so ein bisschen zwischendurch Sachen gemacht. Dann habe ich eine Zeit als Journalist geschafft. Dort ist so ein bisschen möglich gewesen, auch beim Radio zum Teil ein bisschen Stimmen zu machen. Ich habe dann Politikwissenschaft studiert und immer eigentlich am Abend bin ich auf die offenen Bühnen auftreten. Aber dort ist eher so ein bisschen, so ein bisschen die Berg- und Talfahrt losgegangen. Oder? Ich meine, da bin ich so in einer offenen Bühne am Auftreten in Zürich und es ist, weißt, vor mir kommt ein Jongleur und ein Breakdancer und dann so, und jetzt Michael Elsner. Und ich komme irgendwie nach vorne und habe schon ein Set parat, aber es ist noch so, es verhebt noch nicht wirklich. Es war meistens auch so, gewesen, die Leute haben weniger gelacht, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin immer so ein bisschen unbefriedigend Teil. Und ich habe gefunden, so, hey, an was liegt es? Es ist wie, eigentlich dann schon nochmal so ein Weg, finde ich, auch als Comedian, um herauszufinden, so, hey, was ist eigentlich meine Stimme? Was will ich wirklich sagen? Und wie schaffe ich es, so zu erzählen, dass, wenn ich etwas erzähle, dass die Leute wie die gleichen Bilder im Kopf haben und durch das dann auch lachen. Und dann, ich habe durch das jetzt erst langsam angefangen, so von, ah ja, irgendwie plötzlich jetzt irgendwie so Mixed-Shows gegeben und irgendwann sind plötzlich so, okay, ich mache jetzt Solo-Shows und
das ist schon ein mega krasser Moment, wenn so das erste Mal das Plakat von einem selber und man sieht, die Leute stehen Schlangen zum reinkommen. Und das ist, also ich finde es bis heute, ehrlich gesagt, finde ich es unwirklich, dass das überhaupt, also dass das überhaupt möglich ist. Irgendwie, ich kann es wirklich ehrlich gesagt nicht ganz fassen. Ja. Das macht einem aber auch stolz, wenn man sieht, dass Leute für die Arbeit, die man jahrelang geleistet hat, eben in deinem Fall hat das mit 14 Jahren angefangen, so bewusst, dass die Leute einem da den Tribut zahlen und irgendwo in irgendein Theater kommen, zu einem schauen. Ja, ist noch ich habe das Stolzgefühl im Fall eigentlich nicht. Nein, es ist im Fall mehr so ein... Also ich immer wieder eigentlich eine Überraschung. Es klingt vielleicht jetzt auch irgendwie vielleicht seltsam, das zu sagen, aber es ist wirklich jedes Mal wieder so, hä? Die haben es wirklich... Die haben sich das in die Agenda in die Zeit geschrieben, irgendeinen Babysitter organisiert und sind im Stau oder hergefahren, haben sich noch einen Parkplatz gesucht, Zugverspätung und alles und dann kommen sie durch den Regen durch und die ins Theater rein. Ich finde das, also ich hatte die Gedanken ehrlich gesagt wirklich jedes Mal, wenn ich so meistens so 15 Minuten vor der Vorstellung bin ich so hinter dem Vorhang, höre so, das finde ich ein mega schönes Geräusch, so das Publikumsgeräusch, wenn es so ein bisschen schnurrt untereinander. Ja, als wäre es in einem Zelt es und draussen so ist das Publikum. Manchmal hört man gewisse Sequenzen so ein bisschen raus, weißt, was sie über mich sagen oder so, ja. Das finde ich immer spannend. Und dann in dem Moment habe ich schon das Gefühl, so, hey, ach, danke, also eines mehr, dass es heute wieder funktioniert hat. Was ist denn passiert nach der Kante? Du bist ja nicht direkt in die Comedy. Nichts. Hey, ja, also nach der Kante, während dem Studium, Politikwissenschaft, internationale Beziehungen studiert. Ich habe noch im Litz studiert und ich hatte jetzt auch nicht mega präsent im Studium. Weil ich einfach gefunden habe, es gibt mega viele Sachen, Musik, die ich gerne gemacht habe, aber auch Comedy, die ich gefunden habe. Ja, irgendwie. Es braucht halt Zeit. Und ja, und, aber es ist ein, ehrlich gesagt, rückblickend würde ich sogar sagen, es wäre eigentlich vielleicht sogar geil gewesen, den Moment noch so ein bisschen zu verlängern. Weil es ist schon eigentlich, ja, es ist eine mega schöne Phase, also in einer Experimentierphase Studium. Drin sein. Ja. Also einerseits dürfen etwas lernen. Also ich meine, einfach krass, dass überhaupt, ich meine, dass irgendein Kanton, Staat irgendwie so sagt, schau, so, wir haben jetzt hier ein paar Profs, Professorinnen und die bringen dir Sachen bei und ich kann im Studium Sachen herausfinden. Man, so politische Philosophie habe ich mega spannend gefunden. So, warum schliessen wir uns überhaupt zusammen so als Gesellschaft? Warum machen wir überhaupt so etwas wie einen Staat? Heute, wo mega viele die wieder finden, so, hey, nein, Staat ist schlecht und alles. Aber so also, über Grundzüge mal nachdenken, was bringt uns Menschen dazu, zum uns zusammentun, das, all die Theorien auch mal zu hören, das habe ich unglaublich spannend gefunden. Mega, und du bist ja, Privileg, ja auch sehr politisch unterwegs, muss man sagen. Ja, ja, vielleicht manchmal zu politisch für die Schweiz. Ja. Also du bist, ich kenne dich vor allem politisch jetzt nicht nur wegen dem Programm, sondern auch wegen deinen Sketches, die du machst, wo sieht man die auf YouTube, sehe ich die einmal, wo du einfach erklärst über Themen von Abstimmungen. Und ich finde, es ist so spannend, weil man checkt, dass du so voll in der Materie drin bist, du weißt, um was es geht und du gibst den Leuten eigentlich wie Tipps. Ist das richtig zusammengefasst? Ja, ich würde... Ja, oder Anregungen? Ja, Anregungen. Ich finde es nicht einmal unbedingt. Ich will eigentlich gar niemandem sagen, was man jetzt selber wählen oder abstimmen, überhaupt nicht. Aber es ist mehr so, wenn ich die mediale Debatte anschaue, finde ich so, hey, manchmal gibt es einfach so gewisse Argumente, die irgendwie durch einen gewissen medialen Hype einfach so aufschiessen und dann so unglaublich wichtig wahrgenommen werden. Und ich finde dann irgendwie so, plötzlich, hey, nein, aber eigentlich gibt es noch zwei andere, die man nicht beachtet, die langfristig vielleicht mehr Auswirkungen haben. Und ich mache es eigentlich... Ja, ich probiere eigentlich all die Argumente irgendwie mal so zu sammeln. Also ich mache meistens so am Boden so eine Auslegeordnung, so ein bisschen Pro-Kontra-Seite und probiere alle Argumente möglichst einfach Storytelling-mäßig auch so in eine Geschichte reinzupacken, dass es eben nicht ein Zeitungsartikel ist mit «Das sagen die, das sagen die anderen», sondern dass es irgendwie so fließt. Ich möchte eine Geschichte erzählen, dass man irgendwie auch findet, so, hey, eigentlich Politik ist etwas mega, mega Spannendes, auch etwas Unterhaltendes schlussendlich und es geht ja eigentlich... Eigentlich geht es immer einfach darum, wie wollen wir alle morgen zusammenleben. Und eigentlich interessiert das ja alle. Ja, müssen auch alle interessieren. Warum bist du nicht im Nationalrat? Hey, weil ich auch finde, es sind zwei komplett unterschiedliche Berufe. Also das eine ist Nationalrätin, Nationalrat sein. Irgendwie heisst, am Morgen um 7 Uhr schon in einer Kommissionssitzung zu sein und dich argumentativ auszutauschen mit jemandem von der Gegnerpartei und etwas durchbringen. Und ich bin der Satiriker, ich bin der Comedian. Meine grosse Befriedigung ist wirklich, wenn ich Emotionen
auslösen bei den Leuten, oder? Also, wenn ich jetzt hier rede und das Kind da hinten einfach brüllt, kann brüllen, Emotion mega schön. aber auch wenn die Leute lachen, also ja. Es ist ja auch beides mega nah zusammen. Also, das ist eigentlich das, was mich antreibt. Ich finde, ich will die Leute berühren, Emotionen auslösen und auch vielleicht irgendeine so eine Möglichkeit bieten, um sagen wir, vielleicht die Welt ein bisschen anders zu sehen. Das ist mein Beruf. Du hast irgendwann angefangen beim Victor Giacomo Müller, so Sketches machen, wo du die Leute verarscht hast, eigentlich versteckte Kamera. Ja. Wo ich wirklich, ich habe das letztens wieder mal gesehen und es hat so lustige Sachen, wie zum Beispiel, es ist irgendwie um die Masseneinwanderungsinitiative gegangen und du hast Kontingente überwacht und hast einen Deutschen, der in die Schweiz wollte, hast an der Grenze gesagt, ja sorry, du bist von Deutschland, ja leider können wir keine Deutschen mehr reinlassen, für die Deutschen ist das Kontingent jetzt schon aufgebraucht und so Sachen. Wie ist es dazu gekommen, dass du bei Giacomo Müller so etwas hast dürfen machen? Hey, die versteckten Kameras machen, das ist noch mal ein bisschen ein Weg gewesen, weil es ist also irgendetwas, so ein, sagen wir mal, das Handwerk gewesen, das ich mir noch später erst angeeignet habe. Schlussendlich zu Giacomo Müller kam, ist im Fall also einfach grossartig, wie der Mike und der Victor einfach immer auch so das Vertrauen haben in junge Leute. Also ich mag mich erinnern, ich bin in einer Weihnachtsshow auftreten und der Leiter von dieser Weihnachtsshow hat irgendwie gesagt, Victor glaub, gesagt, du, look, wir haben das Line-up gerade komplett umgebaut, wir haben den Elsner dort zuerst irgendwo am Anfang gehabt und haben dann gemerkt, in der Probevorstellung, der funktioniert irgendwie gut. Wir haben ihn jetzt als Schlussnummer gebucht. Komm doch schauen an Premiere. Und dann ist der Victor an Premiere schauen und ist eigentlich gerade danach hintergekommen, am glaub, Donnerstag oder Freitagabend, und hat dann gesagt, du am Sonntag kommst du in die Sendung. Und das ist so, ich war völlig überfordert in dem Moment. Ich dachte so, hey, das ist so, das liest man manchmal so in irgendwelchen Magazinen, ja. So, ah ja, hey, komm. Und plötzlich so, also du lädst mich jetzt einfach ein. Und ich so, ja, wirklich, es würde mich mega freuen, wenn du kommst. Und ich vergesse mir das wirklich nie, weil ich einfach gefunden habe, es ist so, gerade als junger Comedian, wenn du anfängst, es ist mega viele Leute rühren mit sich und sagen so, hey, sie fördern einen, aber es sind schlussendlich mega wenig, die der wirklich so Förderer, das Vertrauen ja, haben Comedy. Und sagen einfach so, hey, look, komm, ich habe mega wenig, er hat von mir eine Viertelstunde gesehen und so, komm. Und hast du dort in deinem Programm schon angefangen, Leute zu parodieren? Hat sich das durchgezogen durch deine Zeit als Comedian oder hat es dort auch andere Schwerpunkte gegeben? Hey, ich habe dort bei dieser Nummer habe ich sogar noch, ich habe Parodie gemacht, aber ich habe noch einen Song gemacht. Ich habe mal so einen Kombi-Song gemacht aus Liebeslieder, verquantet mit, sagen wir, ein bisschen Suchtproblematik, Abhängigkeit von Hanf, Kokain und allem. Und habe eigentlich Schweizer Hits neu interpretiert. Okay. Der hat wirklich toll funktioniert. Das war eigentlich etwas gewesen, so, was ist das gewesen? Gerade so Teenie, Anfangs 20er Zeit, ja. Aber ich würde schon sagen, die Stimmen haben sich durchgezogen. Das finde ich einfach auch mega verspielt. Es ist irgendwie etwas mega Kindliches eigentlich. Darum macht es mir, glaube ich, auch sehr Spass. So jemanden nachmachen ist etwas mega... Als Vater ist es wahrscheinlich die ganze Zeit die Erfahrung, oder? Das Kind dich selber nachmachen und irgendwie... Es ist einfach mega befriedigend, jemanden ein bisschen nachzumachen. Ja, absolut. Vor allem, wenn die Person anwesend ist. Oder? Das ist ein schöner, was Parodie darf das ja, oder? was eben wirklich noch schön ist. Und meistens nehmen sie einem nicht das Übel aus. Sie sind wirklich einfach total verrückt. Gibt es jemanden, der sich mal negativ geäußert hat, dass du ihn parodiert hast? Nein, bei der Parodie im Fall wirklich nicht. Nein. Nein, sie sind wirklich... Also bei Bundesrätinnen und Bundesräten ist... Nein, die Echos sind wirklich irgendwie toll. Manchmal gibt es sogar nachher noch ein Mail, wo irgendwie kommt so, du übrigens, ich habe eine neue Krawatte, musst vielleicht deine Figur anpassen oder ich habe im Fall noch den und den Tick. Also das finde ich wie so, finde ich mega charming. Okay, und dann, also die gehen wirklich auf das ein? Ja, ich finde schlussendlich ist es auch eigentlich eine mega Ehre, überhaupt parodiert zu werden. Also es heisst ja wie, ich habe mir mega viel Zeit genommen, ja. Um die Person nochmal erschaffen. Und auf der anderen Seite ist mir ja wichtig, wenn man parodiert wird. Also es ist ja wie, ja, also die Leute erkennen einen und man hat in dem Fall mit den Entscheidungen, die man fällt, wahrscheinlich so eine gewisse Macht. Und darum ist mir interessant. Grossartig. Ich mag mich an einen Moment erinnern, wo mir in unserer gemeinsamen Beziehung recht geblieben ist. Und zwar... Es hat irgendwann ist überall in der Presse gewesen, der Michael Elsner Coming Out. Und dann bin ich zu dir gekommen, Theater am Hechtplatz, ist die Premiere gewesen, und ich habe dir wie gesagt, hey, gratuliere oder so, dass du diesen Schritt gemacht hast. Weil der ist extrem spät passiert, oder?
für mich gefühlt. Wieso ist das so spät passiert? Aha. Gibt es einen Grund? Oder ist das einfach so, du hast gar nicht gefunden, dass das... Ich habe ehrlich gesagt gefunden, einfach, also einerseits ist es für mich nicht so ein grosses Thema, wie es medial ist. Und ich finde, es gibt einen grossen Unterschied zwischen, hey, ich lebe queer, quasi einfach in meinem Alltag, habe eine queere Beziehung, meine Freundinnen und Freunde, Familie, alle wissen es. Das ist so der eine Teil. Und da gibt es noch den Teil so Medienöffentlichkeit. Und ich habe einfach sehr lange einfach gefunden, so, hey, also warum soll das jetzt medial ein Thema sein? Ich werde schlussendlich wie auch medial, sagen wir, schlussendlich darüber definiert werden, wer ich bin, was ich mache, professionell. Und nicht unbedingt einfach quasi ein berufsqueerer Mensch zu sein. Weil das ist schon etwas, was sehr häufig passiert, oder? Dass es medial dann so ist. Da kommt der Beruf und dann kommt hinten gerade die sexuelle Orientierung, wenn man nicht hetero ist. Klar. Dann finde ich so, hey, was läuft mit euch? Und ich habe gefunden, einfach so, irgendwann haben sich wie so die Anfragen von Leuten aus der Medienbranche so wie so ein bisschen gehäuft, zum Teil irgendwann. Ich bin an einer Party und tanze mit meinem Freund und dann kommt plötzlich jemand mit einem Smartphone und findet so, hey, können wir noch Fotos machen für das und das Magazin? Mhm. Ich finde so, hey, was ist jetzt gerade so, ich bin jetzt privat da. Und irgendwann habe ich gemerkt, so, ich glaube, in dem Fall ist es wirklich, scheint es irgendetwas gleich zu sein, wo auch in unserer Zeit noch irgendwie die Leute bewegt. Und habe darum gefunden, ich will, wenn ich jetzt den Schritt mache, möchte ich zumindest das auch thematisieren, was es eigentlich heisst, oder ob es das überhaupt braucht, in der heutigen Zeit ein sogenanntes Coming-out zu machen. Und habe eigentlich das ganze, quasi die Art und den Prozess, eine Art von einem Coming-out und was es eigentlich bedeutet, probiert, sagen wir, ja, zu analysieren, aber humorvoll. Weil ich gefunden, so vielleicht, ja, vielleicht löst so auch in der medialen Wahrnehmung von der ja, von den Leuten etwas aus, wie man über Queerness berichtet. Ja. Ist dort auch eine gewisse Angst mitgeschwungen, wie reagieren die Leute auf mich als Comedy-Talent mit so einer Botschaft? Nein, im Fall, nein, nicht, wirklich nicht. Du hast gewusst, das wird angenommen, wie es ist. Ich bin dort schon so jahrelang unterwegs gewesen mit meinen politischen Videos, wo ich sehr klar und ich würde auch sagen, taffe Pointe gemacht hat zu gewissen Initiativen und PolitikerInnen und dort schon mega viel gespürt haben, wie es ist, wenn die Leute mich jetzt nicht so toll mögen. Also das ist wie, glaube ich, so Teil von auch so Berufsrisiko als Satirikerin, dass man halt mit dem umgehen muss. Nein, also das ist absolut nicht... Es ist mehr so gewesen, einfach die verkürzte Darstellung von mir als Mensch, die ich gefunden habe, die in einem medialen Betrieb dann passiert, wo ich gefunden habe, da will ich nicht auch nochmal Teil sein, der das unterstützt. Ja, vor allem bist du ja eine Person vom öffentlichen Leben, wenn du auf den Knopf drückst und sagst, jetzt will ich eine Person vom öffentlichen Leben sein. Das heisst, wenn du rausgehst an irgendein Event oder so, aber es gibt ja den Michael Elsner und uns alle, auch irgendwo durch privat, wo ich jetzt zum Beispiel nicht sage, was ich mit meiner Frau im Nest mache, oder? Und das Problem bei dem... Alle würde sehr interessieren. Ja, nein, aber weißt du, was ich wollte sagen? Das Problem bei dem ist, sobald jemand sagt, ich bin homosexuell oder was auch immer, dann fangen sich die Leute so Zeugs gerade an überlegen und dann wird es irgendwie, finde ich, so ein bisschen komisch. Und ich finde, darum ist es so wichtig, dass man das auch für sich behalten kann. Wiederum finde ich aber, gerade in deinem Fall, ist es eben auch wichtig, dass das passiert ist, weil du hast es ja dann nachher auch können nutzen, zum Beispiel, wo die Abstimmung gekommen ist über Ehe für alle, wo du sehr dezidiert hast können sagen, hey, ich stehe hinter dem, oder? Und ich finde, dort dadurch ist es eben auch sehr schön, ein Sprachrohr zu sein von einer Randgruppe, wo halt einfach aufgrund von der Masse immer noch eine Randgruppe ist, oder? Ja, also, und natürlich, also alle Reaktionen auf das Video, also es hat dort gegeben, natürlich, wo schwierig gewesen sind, aber es hat so viele Leute gegeben, also ganz viele Teenies auch, manchmal auch Leute mit im Leben, die mir geschrieben haben, so, hey, dank dem Video habe ich mich geoutet. Und ich finde immer so, hey, nein, look, also, das ist jetzt übertrieben, wenn du das sagst, weil du hast selber schon einen mega krassen Prozess gemacht, um überhaupt an dem Punkt zu sein. Aber manchmal gibt es wie so irgendetwas, wo mir noch so ein Tropfen ist, wo wir irgendwie so nochmal den Schubs gibt und sagen, look, ich kann es machen. Mhm. Und natürlich, es ist, ich glaube schon, also grad, ich würde eben sagen, im privaten Umfeld können voll so zu leben, wie man möchte leben, als Schwule, als Lesbisch, als Trans, als Bi-Mensch oder auch als asexueller Mensch, was auch immer. Das ist also unglaublich befreiend, oder? Ja, muss eine riesige Befreiung sein, oder? Was haltest du vom Begriff Coming Out? Das finde ich eben so ein schwieriger Begriff, weil ich finde, Coming Out ist wie so, ich gebe es zu.
Und ich finde, es ist eben nicht das, sondern es ist einfach... Ich bin halt so aufgewachsen, für mich war das einfach total normal gewesen. Meine Mutter hat schon immer homosexuelle Kolleginnen und Kollegen gehabt. Und immer wenn ich das höre, der hat sein Coming-out gehabt, ist es für mich so, er ist auf der Bühne gestanden und hat allen abgeschrien, ich bin im Fall schwul. Und das ist so, ich finde, das ist so ein komischer Begriff. Ja, natürlich. Das ist genau das, was ich in dem Video auch thematisiere zu dem Thema. Wo ich finde, so, was soll der Begriff eigentlich? Und vor allem ist es eine Art, einfach wie noch, es ist so das letzte, der letzte kleine Teil, den man eigentlich noch sieht vom ganzen Prozess, wo die Person ja vorher durchgegangen ist, oder von ganz vielen auch, sagen wir, Verletzungen, die passiert sind, von Leuten, die einem eben vielleicht nicht ernst genommen haben, wenn man es irgendwie probiert mal hat zu sagen, oder einfach auch sonst, was man halt einfach in einem Alltagsgespräch oder so auch kann hören, wie andere Menschen über homosexuelle Menschen urteilen. Was noch faszinierend ist, dass sie wenn sie jetzt selber sie gar nicht wissen, sich getrauen, oder? Genau, dass jetzt jemand vielleicht selber gerade so ist. Ja, von dem her, natürlich eben, ich bin sehr für andere Begrifflichkeit oder eher einen anderen Umgang. Aber es hat sich auch eh schon, auch jetzt nur schon in der, dank dieser Abstimmung und dieser Debatte, die wir hatten, unglaublich viel schon auch wieder verändert. Es ist immer noch nicht, wie ja, bei ganz vielen Themen noch nicht so, dass es einfach mega easygoing ist. Es gibt immer noch so ein bisschen die Sprüche und so. Und ich finde so, okay, gut, schau, also ja. Wenn jemand das machen möchte, dann das ist ja, man muss dazu auch sagen, okay. Es gibt gewisse Leute, die, also ich habe zum Beispiel mit meiner Großmutter die Diskussion, eine von meinen Großmütter ist, ich kann das total nicht verstehen, dass es so etwas gibt auf der Welt. Ja. Die ist in Nazi-Deutschland aufgewachsen, die hat lange Zeit, ist das ja der Hitler ist der grosse Held gewesen, dann nachher irgendwann haben die angefangen zu verstehen, was ist passiert. Seit dort weiss man, oh, das ist ganz schlimm, was dort passiert ist, aber trotzdem, gewisse Verankerungen sind halt immer noch drin. Oder zum Beispiel eben, dass sie ein Problem hat mit Homosexualität. Und ich habe sie dann als Bub irgendwann mal gefragt, Mama, wenn ich schwul wäre, hättest du mich dann nicht mehr gern? Und sie hat nicht können darauf antworten. Und irgendwann ist sie gekommen, so 4-5 Tage später. Als wäre das schlimmste Problem. Bring die Kinder nicht immer zum Brüllen. Du bist jetzt zum Brüllen. Du hast es angeschaut. Irgendwann so 4-5 Tage später ist sie zu mir und hat gesagt, hey, ich habe mir das überlegt und ich würde dich immer noch lieben. Und trotzdem hat sie es nicht übers Herz gebracht, bei dieser Abstimmung für die Ehe für alle zu voten. Obwohl ich ihr gesagt habe, du entscheidest jetzt in deinem Alter, kurz vor deinem Tod, bös gesagt, über die Zukunft von deinen Urenkelkinder. Weil wenn meine Tochter irgendwann findet, ich werde lesbisch, ich stehe auf Frauen, dann wird sie es dir übel nehmen, dass du damals Nein gestimmt hast. Und sie hat es trotzdem nicht geschafft. Ja. Darum, es ist logisch, dass es eine gewisse Veranlagung gibt. Je nach Alter musst du die Leute nicht mehr verändern, aber es ist halt einfach auch allgemein gesellschaftlich irgendwie halt das Thema. Ja, aber ich meine, das kann schlussendlich, glaube ich, ist ja in mega vielen Themen so, oder? Es gibt, ja, es hat wahrscheinlich sehr viel mit Sozialisierung der Menschen zu tun, also, aber auch mit Charaktereigenschaften von, ob man jetzt, wie begegnet man neuen Themen? Sind wir ja die ganze Zeit ausgesetzt, oder? Und es wird quasi auch bei ganz vielen politischen Themen auch immer krasser, wie man wie irgendwie, ja, was ist jetzt zum Beispiel mit Waffenexport? Oder soll man das jetzt machen für den Frieden oder nicht? Also soll man jetzt Atomkraftwerke bauen, neu oder betreiben, dass man irgendwie vielleicht das Klima kann ein bisschen schonen kann? Obwohl das ja auch mega krassen Abfall gibt, der über Jahr Millionen umeinander ist. Also die ganze Zeit sind so Gewissheiten, die man irgendwie hat, plötzlich so passiert, etwas, du musst wieder zum Dropsi rühren oder auch sonst im Alltag, glaube ich, im Erleben gibt es so viele Sachen, die sich verändern. Und ich finde schon, dort ist es natürlich, ich glaube, es macht das Leben von jeder Person eigentlich ein bisschen grooviger, geschmeidiger machen, wenn man irgendeine die Fertigkeit hat, zu sagen, hey, jetzt hat sich die Situation verändert, vielleicht muss ich mal ein paar Sachen von mir selber hinterfragen und überdenken. Ja, nur, dass bei vielen Leuten halt die Intelligenz, um sich selber hinterfragen, fehlt. Hey, ich weiß nicht mehr, aber was es genau liegt. Das ist, glaube ich, schon, je nachdem, wie man aufgewachsen ist. Oder ob es irgendein paar Leute gibt. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es braucht manchmal auch so ein paar Freundinnen und Freunde so, im Umfeld, wo ich einfach mega dankbar bin. Auch finde ich, dass ich so Leute habe im Umfeld, die ab und zu irgendwann kommen und sagen: so, Du, Michele, willst du das wirklich so sehen? Willst du das wirklich so denken? Das, was du vorher gesagt hast. Und ich merke so, es braucht vielleicht so ein bisschen einen Moment Zeit, wie sie schon zwischen so ein Afro und so, hey, nein, aber ich finde das so, hey, wenn ich Michele, sagen Sie ja, Michele. Ja, meine Freundinnen und Freunde sagen mir Michele. Okay. Und
Und dann gibt es so den Moment, ja, wo ich plötzlich so merke, so, ah, okay, aber wenn ich dann von so in die Abwehrhaltung reingehe, finde ich, so muss jetzt verteidigen, dann finde ich so, ah, ich glaube, dann hat es dem Vogel aber recht viel mit mir zu tun. Ja, aber also es ist ja fair, das ist ja ein Zeichen von Freundschaft, wenn sie die Kinder fragen. Genau, aber ich finde schon immer dann, wenn ich spüre, so, ah, ich will jetzt einfach verteidigen, dann finde ich so, ah, ich glaube, man muss bei mir mal ein bisschen genauer heranschauen. Und dann irgendwie, manchmal passiert es im Moment, aber vielleicht braucht es halt auch noch ein bisschen Zeit. Und dann sagt so, ah, doch, stimmt, ich glaube, ich möchte die Art, wie ich die Welt sehe, glaube ich, in diesem Punkt überdenken. Hat das mit diesen Videos, die wir jetzt vorher darüber geredet haben, die du auf YouTube immer noch machst, gestartet zu den Zeiten von deiner Late-Late-Show? Nein, ich mache das seit 2013, würde ich sagen. Aber die Late-Late-Show, die du bei SRF hast, ja, die hat etwas mit dem zu tun gehabt, oder? Die hätte können noch politischer sein, ja, wenn es gewollt gewesen wäre vom Sender. Nein. Pass auf. Nein, damit hätte schon einen anderen Sender müssen antraben. Also, nein, aber grundsätzlich hast du dort die Show gehabt. Wie war das für dich, dass du plötzlich so eine Show bekommst beim SRF? Eine eigene? Ja, natürlich, als Satiriker habe ich das absolut grossartig gefunden. Ich kann sagen, hey, ich habe jetzt ein Studio und ich habe einen gewissen Staff, wo wir zusammen als Team können, einmal in der Woche kommentieren, was passiert. Also das ist schon, ich finde das nach wie vor ein mega, also ist nach wie vor natürlich ein lustvoller Gedanke als Satiriker, einfach so, das, was passiert, dort drüber Jokes machen, quasi einen neuen Blick darauf zu zeigen, jetzt gerade mit Bundesratswahl und allem. Das ist natürlich so, finde ich so, hure cool, oder was? Ein Auftritt bei der Bundesratsfeier von Beat Jans. Und das ist also natürlich auch, hey, was erzähle ich jetzt dort? Und es ist eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch etwas, wo ich finde, so, es kützelt mich mega. Ich will das kommentieren, was alles passiert ist. Und nachher ist das gestartet, hast du die ganzen Sketches selber produziert, also deine Texte, hast du sie selber geschrieben oder du hast gesagt, ein kleines Team? Ist das ein Team vom SRF oder hast du dort eigene Leute können holen? Wie muss man sich das vorstellen, wenn man so eine Show hat? Es ist kompliziert gewesen. Ich hatte meine Idealvariante wäre gewesen, so, hey, wir haben eine Produktionsfirma und wir können alle Leute selber anstellen und dann so entscheiden und produzieren. Das hat uns, so, würde ich sagen, so eine rechte Freiheit gegeben. Ich finde, das braucht es als Satire-Sendung auch. So wie es der Deville gehabt hat. Genau, man braucht wie so, man muss so ein bisschen wie als kleines Boot neben dem grossen Tanker vom Mutterhaus eigentlich quasi daher schwimmen. Das war nicht möglich gewesen, wir waren so in-house gewesen. Und dann ist es natürlich so, schlussendlich dann sehr häufig bei, ja, schlussendlich eine Kompromisslösung bei vielen Posten, dass es jemand ist, der vielleicht halt einfach im Haus schon geschafft hat und vielleicht halt eine Kindersendung gemacht hat und dann noch einen neuen Job braucht und dann macht man halt mit mir zusammen eine Satire-Sendung. Was gewisses satirisches Potenzial schon hat, aber vielleicht jetzt nicht die Idealvariante ist, um eine Satire-Sendung zu machen. Was natürlich absolut nicht ideal ist, weil du bist ja der Captain of the Boat und du bist der, der das Gesicht raushebt und am Schluss findest du vielleicht das Endprodukt selber gar nicht mehr so wahnsinnig gut. Es wie du gefunden hättest, wenn du es selber hättest machen können. Es ist so, je mehr Leute reinreden, also schlussendlich ist es ein künstlerischer, kreativer Prozess, wo ich finde, wo wenig Leute mitreden sollen, wo ich das amerikanische Modell super finde, wo ich der Satiriker immer auch der Executive Producer ist und eigentlich das letztinstanzliche Recht hat. Und natürlich, ich will schlussendlich eine Integrität haben, ich will auch ethische Comedy machen. Logisch einfach auch für mich, weil ich möchte dahinter stehen. Also ich finde, wieso, man muss eigentlich gar keine Angst haben, wenn man jetzt mich anstellt und mir jetzt würde auch die Freiheit geben. Also es ist wie wenn du am Van Gogh gesagt hättest, welche Linie das er müsste machen, hätte er gerade das Ohr abgeschnitten. Das ist gewiss. Schöne oder? Line, ja. Und ich habe lustigerweise letztens etwas erlebt mit Kollegen vom SRF, wo der Charles Nguela auf die Bühne gekommen ist vom Arosa Humor Festival und gesagt hat, sorry, ich bin verspätet, ich musste die schwarze Piste nehmen. Hammer Comedy. Er, dunkelhäutiger Guy, kommt auf die Bühne und sagt das. Das war bei der Probe. Und dann ist die Probe unterbrochen worden, weil die Person vom SRF, die ja vielleicht gefunden hat, das ist ein super Gag, aber einfach den Hauch im Nacken von der Chef gespürt hat und gewusst hat, den kann ich wahrscheinlich nicht bringen, weil meine Kolleginnen und Kollegen werden mir sagen, hey, was kannst du doch nicht bringen, das ist doch rassistisch. Dann ist über das diskutiert worden und was sie alle nicht gecheckt haben, ist, dass über die Legalität von einem Schwarzen, der einen schwarzen Witz darf oder nicht darf bringen, zu entscheiden, dass das Rassismus ist. Ja, vor allem, wenn eine weisse Community das macht. Genau. Ich nehme jetzt mal an, in der Redaktion hat es wahrscheinlich nicht viel wenn POC gehabt. Wenn er dann Charles Nguela will sagen, du, den Witz darfst du nicht bringen, dann ist das eigentlich eine ganz, ganz klare Form von Rassismus.
Das ist also ich habe Charlie nicht mehr gesehen seit Arosa. Aber wir haben gefunden, wir wollen noch telefonieren. Das finde ich wirklich mega krasses Erlebnis. Ja. Dass das passiert. Und wie ist es ausgegangen? Nachher hätten wir es dann können, glaub, drin lassen, weil er hat dann gesagt, hey, Freunde, also ich entscheide, wenn ich einen Witz über meine Hautfarbe mache. Ja. Und ja, es ist halt wie es ist und es zieht sich halt durch. Und das zeigt jetzt dieses Beispiel auch. Hey, wir sind leider am Ende. Also ach, körperlich, so geistig so und einfach auch vom Humorlevel sind wir jetzt wirklich komplett runtergefickert. Dir geht die Zeit immer so schnell vorbei, Max. Ah, danke mal. Und man kommt so schnell zum Ziel irgendwie. Her, hey, hast du danke, ein Ziel für den Talk? Nein, eigentlich nicht. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt zurückschauen würde, würde ich sagen, das Ziel ist erreicht. Ich habe es mega spannend gefunden. Du weißt, dass ich dich als Mensch ein Top-Guy finde und dass ich deine Comedy auch gut finde. Gibt es noch irgendetwas, wo man Werbung dafür machen kann? Weil jetzt sind wir auf einem ganz anderen Fernsehsender, wo wir jetzt laufen. Und wir können ja sagen, was wir wollen. Darum, weißt du, die schauen das eh nicht an, bevor ich es ausstrahle. Das ist schön. Ja, ich bin mit meiner Polit-Comedy-Show unterwegs. Ja. Sie heisst «Alles wird gut». Und wo kann man da Tickets buchen? Ich kann zum Beispiel auf michaelelsner.ch gehen. Michaelelsner.ch. Diese schön. Sendung wurde Ihnen präsentiert von michaelelsner.ch. Das wäre natürlich super. Das müssen wir einführen. Ich würde gerne vorkommen.